Okay, der Fluss da ist, geht bis zum Meer runter quasi. Ach, Carsten hat die Atropfer entdeckt. Level 135. Ja, ist 150, du weißt doch. Das heißt, deine ganzen Tech-Sachen und alle Dinos sind überaltert, du kannst da ruhig neue holen. Ja. War diese Katze gerade mintgrün? Oh Gott. Bitte macht's das fertig. Haut's drauf! Haut's drauf! Was? Ja, ich hab noch einen Golem gewählt. Arabe-Golem gefunden. Das sind ja nur die Kleinen. Sind die, die in den Höhlen waren. Ach, schau mal, das fällt ja da drüben, das knallgrüne. Was? Aber nicht, dass eure Rechse rosten. Ach, das sind Carstens Rechse, das macht nichts. Der ist enraged. Na, viel Spaß. Aber nur Level 10. Da hat sich richtig viel getan in der Gegend. Sollen wir jetzt froh sein, dass Himiko kein Atlas spielt? Meinst du, dass es hier weitergeht? Ja, ja. Schau dir das an. Ja, ja. Auf der Map. Jetzt sind wir quasi wieder am Rand. Genau. Da unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Achso, da ist der Sumpf wieder. Mhm. Ich weiß, Talia, dass sie auf dem Einzelserver spielt, aber das ist ja was anderes. Macht auf jeden Fall, ja. Natürlich muss jetzt wieder regnen, dass man nichts ordentlich sieht. Da einmal Müll rausschmeißen. Dann würde ich sagen, wandern wir mit den zwei wieder heim, oder? Ja, das hört sich gut an. In absehbarer Zeit wird bei mir auch Essen aufschlagen. Ja, ja, eben deswegen. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Bist du immer noch knatschig? Jetzt hat er sich eingekugelt. Ich finde es aber ganz gut, wenn die Wabergolem gleich ausschauen wie die Felsen. Da wird man wenigstens ab und zu mal geschreckt. Mein Himiko hat immer drauf geschaut, dass es nicht zu einfach ist. Am schönsten sind sie, wenn du da gerade mit Zeit farmen bist.
Wüste ist auf jeden Fall richtig schick geworden. Ich meine, sie ist zwar noch nicht fertig, aber ist jetzt schon schön. Ich mag dieses Geräusch von den Kakteen, wenn die so zersplittern. Da vorne fallen Bäume, da muss der Karsten sein. Ja. Einfach der Schneise folgen. Geht nicht, ich hab keine Ausdauer. Ich warte. Eine Motte. Keine Sorge, nicht in Weihnachtsfarben. Jetzt gehen wir quasi wieder durch den Sumpf, ja? Ja. Genau. Lass Carsten einfach alles wegbeißen und ich gehe gemütlich hinterher. Ich glaube, da kommst du nicht durch. Ja, schau mal mit rein. Oh, ich hab Blutegel gekillt. Irgendwas knabbert da an dir. Oh, ich hab zwei Blutegel drauf. Wie, du hast Blutegel drauf? Der Rex hat so Blutegel drauf. Da gibt man ja einmal einen Rex und schon macht sie Kratzer rein. Ich mach mal die Blutegel weg. Ach. So. Bin weg. Immerhin hat er kein Seuch gekriegt, ja? Das wäre doch schön, okay? Ich bin bei Carsten Rexe und damit die Seuche. Hier gibt's Fettschmaus. Warte, Carsten, ich komme. Ich muss echt einmal meinen Rex bei dir parken. Es wird wieder dunkel. Ja.
Was soll ich dir was sagen? Ich habe mein Leuchtevieh an, es ist mir egal. Ich kann ja wieder. So. Mit Abstand, ja. Ich spurte gar nicht. Ich gehe eigentlich nur. Mhm. Bist du bei Laden? Nein. Du hast ab Mitternacht total Nebel. Ja, das ist ja dann einer der alten bekannten Bugs. Carstens Bergsteigerrechse. Ah, schau da mal nach links, Carsten, nach links oben. Da leuchtet's. Da baut irgendwer. Was auch immer das da oben wird. Aber da baut eindeutig jemand. Mhm. Wollen wir nachschauen? Ja, können wir machen. Hast du noch so viel Zeit? Würde ich sagen. Gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Da links gibt's einen Aufgang. Mhm. Mal am Brüller loslassen. Los, Pack 1. Cool, die Fackeln da schon auch gut aus, so als Wegbeleuchtung. Mhm. Was hinführt. Keine Ahnung. Wo geht's jetzt weiter? Hier fehlen die Fackeln. Pass auf, jetzt kommt ein Rex und sagt Njam, 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 Njam. Dann sagt die Pam Pam Bum 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 Bum. Nö, nee, das sind echt keine Fackeln mehr. Vielleicht war das nur als Abkürzung gedacht? Maybe. Eigentümer Wolfsback 1, das müsste doch Himiko sein, oder? Was wäre das? Ich weiß es nicht, liegt da nicht durch. So. Was ist denn das eigentlich mit den Flügeln los? Wieso? Du machst merkwürdige Spuren. Ja. Ist mehr so Jetpack-mäßig. Ich denke mal, es hängt irgendwie mit dem Tech-Zeug zusammen oder so.
Bei mir war die Animation jetzt auch merkwürdig, aber sie funktionieren. Sehr merkwürdig. Vor allem kann ich auch nicht mehr richtig landen. Das hört auch nicht mehr auf. Also ich musste nur kurz warten, dann hat's aufgehört. Interessant. Wo ist denn unser Carsten? Das macht er sich ab. Ich seh dich gerade nicht. Okay, da. Doch durch den Fluss durch. Was? Es hat mich irgendwie geportet. Du hast dich geportet. Ja? Wie wurde ich so teleportiert? Erst konnte ich war ich nur oben da bei dem Gebäude. Und dann wurde ich einfach mal unten an den Fluss teleportiert. Und jetzt, genau, da wollte ich auch. Ups. Also das mit den Flügeln scheint momentan etwas merkwürdig zu sein. Ah, du bist... Ja. Kann man da, dachte ich, nehme dann mit, du musst dann nachher abwerfen. Irgendwie war es so wie das Geräusch von den Flügeln, aber die Animation vom Fallschirm. Sehr merkwürdig. Und ließ sich ungefähr auch so steuern. Was noch viele erschrecken, aber. Sind Krabben da? Nee, aber ein Spino, ein Knallroter. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen, oder? Wo? Level 20. Da, wo normalerweise Krabben sind. Ah, ja. Ich muss das zugeben, ich hab selber so ein Vieh. Ich weiß. Aber nicht ganz so. Der hat ein richtig schön weißes Rückensegel. Aber einen knatscheroten Körper. Hast du einen Tauchst, oder? Mhm. Okay. Also Generalwäsche für den Rex, oder wie? Du hast ja recht, ich muss mich mal waschen. Ja, ja. Aber normal hörst du auch nicht auf mich. Du ja auch nicht auf mich. Stimmt. Ich habe mich quasi dafür arrangiert, dass bei der Mine in 7 Days tatsächlich Foundations auf hier so Frames aufgestellt werden. Ach so, okay. Aber du weißt schon, dass ich die Frames dort nicht für dich aufgestellt habe, oder? Nein, damit du selber deine Mine wieder findest. Natürlich. Dafür waren sie auch gedacht. Das war halt jetzt wieder mal ein kurzer Blick nach Talam. Mhm. Wo sich auch ganz schön wieder was getan hat. Weil der Großteil der Wüste ist jetzt nach Weihnachten dazugekommen. Weihnachten war ich ja drüben. Ja, ja, Talia, der ist immer noch da. Hol dir den Spino. Sonst ist er das nächste Mal, wenn Carsten da ist, wahrscheinlich tot. Den roten Spino sieht, vergiss es.
gesagt, ich habe selber einen. Sieht das nicht schön aus, die Beleuchtung von den Tech-Rexen da oben am Felsen? Ja, ja, deine Weihnachtsbeleuchtung meinst du? In rosa, in grün, in weiß, blau. Ja, ja, ja. Jeder hat irgendeine Art von Schmuck. Carsten hat halt Rexe. So. Das ist mein Rex-Parkplatz. Genau. Oh, warte, wir sind nicht in Atlas überladen, kann ich nicht gehen. Dum-di-dum. Ach, das geht wieder mal nicht, okay. So. Level 20, nee, danke. Ja gut, dann muss irgendwer fressen. Kann mich immer noch nicht bewegen. Carsten, dein Rex-Trick zu viel. Hätten wir hier die Pull. Ah, okay, der Karl. Könntest du nochmal das Fleisch rauspullen? Das würde ich gerne. Aber? Nicht außer Reichweite. Dann machen wir was anderes. Pullst doch erst irgendwo anders rein. Bin ja schon unterwegs. Okay. Also zwei Hörnern von der Führmann haben wir gekriegt. Das ist immerhin schon was. Genau, das Mammut hat sicher genug Platz. Ah. Ich auch gerade. Nach einem anstrengenden Tag kann man sich dann einfach draufsetzen und sagen, so, habt's mich alle gern. Bis am... Ich bin am Balkon. Genau. Jetzt hat man dann kann man gucken, wie die Blutstrahlen herunterrechnen. Ja, ich hab gerade die Cam umgedreht. Man sieht unten deinen Basilo, oben deinen Tech-Quetz. Irgendwelche Tiere hört man essen, kann das sein? Mhm. Und euch sagen wir gute Nacht. Hoffentlich hat es euch gefallen.